Ich kann es auch nur noch mal erwähnen, denkt bei solchen Projekten einfach an euren Eigenschutz. Heißt, einen Schutz für die Augen, eine Schutzbrille und Schutz für eure Hände, wenn ihr mit solchen Geräten arbeitet. Und wenigstens eine Arbeitsjacke, wo mal ein paar Funken gegenkommen können, zum Beispiel vom Winkelschleifer oder wo ihr auch mal rauere Arbeiten mit verrichten könnt. Es dient einfach dazu, dass ihr euch nicht sinnlos verletzt und dass euer Projekt wenigstens weitergehen kann. Da gibt es dann auch noch eine Sache, die wir euch noch nicht gezeigt haben. Und zwar ist das diese. Das Heck kann man nachträglich aufmachen. Für mich natürlich jetzt eine Arbeitserleichterung, wenn ich die Wanne dort rausmachen möchte. Bei der Wanne hier habe ich mich jetzt doch dazu entschieden, die Nieten auszubohren. Ihr seht hier schon, hier liegen lauter kleine Köpfe von den Nieten. Ja, ich denke, dass es so schneller und effektiver rausgeht, als wenn ich hier das ganze Blech, das ganze Aluminium mit der Flex wegmache. Und so werde ich das dann quasi mit dem restlichen Teil der Wanne auch machen. Jede einzelne Niete ausbohren, gegebenenfalls noch ein paar Schrauben wegflexen und dann wird das ganze Ding rausgezogen.
So, aufgrund der Tatsache, dass alles nichts gebracht hat, wird jetzt größeres Gerät angewandt. War bisher die schlimmste Arbeit am Bruno. Die schlimmste und aufwendigste. Ich weiß gar nicht, wie viele Flexscheiben ich zerstört habe. So, und hier haben wir das Chaos. Alles nacheinander irgendwie rausgehauen. Leute, wir müssen uns mal unterhalten. Es gibt ein paar Probleme, die wir jetzt am Bruno haben. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben uns vorhin intensiv nochmal darüber unterhalten. Gina, Klaus, Ginas Opa und Thorsten, Ginas Papa und ich. Die Sache ist die, die Stahlträger an den Außenwänden sind jetzt nicht mehr die schönsten, ganz klar gesagt. Der Mist ist hier. Morgen oder. Entweder machst du richtig oder lässt bleiben. Das ist so cool. Die haben schon ihre Tage hinter sich und haben halt schon arg das Rosten angefangen. Teilweise sind sie auch schon sehr weggebröselt und kaputt und eigentlich so nicht mehr brauchbar. Hinten die Wanne, die ich heute rausgebaut habe, hat zu dem Zeitpunkt, wo sie drin war, noch Stabilität gegeben. Die Stabilität ist aber jetzt weg, weil hinten haben die Vorbesitzer die Stahlträger, die drin waren, rausgemacht und noch neue reingesetzt, die aber ebenfalls nicht mehr befestigt sind, die hängen nur noch lose dran. Heißt, hinten in dem Abteil haben wir keine Stabilität mehr. Genau. Du kannst dich ruhig setzen, wenn du möchtest. Achso. Und naja. Deswegen ist jetzt die Überlegung, neue Träger dort hinten reinzuziehen oder alle Träger rauszumachen. Zumindest die an der Seite und die, die dazwischen fehlen, die müssen neu gemacht werden. Ja, Klaus und Thorsten, die haben sich darüber Gedanken gemacht. Wir haben mehrere Pläne. Welchen von denen wir jetzt genau umsetzen, ist jetzt die Frage. Jetzt ist erstmal primär, steht erstmal primär im Raum, dass wir innen drin mit dem Kercher nochmal alles auskerchern und schauen, wie viel Rost eigentlich da ist. Vieles ist einfach nur oberflächlicher Rost, aber ja, wie stark die Träger jetzt verrostet sind, das sehen wir dann erst. Aber das wird stark darauf hinauslaufen, dass einfach die Träger raus müssen und neu geschweißt werden muss. Das ist ganz einfach so. Das ist jetzt quasi so der erste Dämpfer, den wir bei dem Projekt haben. Heißt aber nicht, dass wir darauf jetzt liegen bleiben, sondern dass wir jetzt einfach weitermachen. Das wird halt jetzt noch ein bisschen zeitintensiver, als wir geplant hatten, aber ist jetzt so akzeptiert und deswegen werden wir das so umsetzen. Und ich denke, das Projekt wird definitiv so zeitnah wie möglich weitergehen. Das wird uns jetzt soweit nicht aufhalten. Ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir halt noch ans Kerschern. Oder wir holen uns einfach einen neuen Container, nee, völliger, der dicht ist völliger und gedämmt Quatsch, ist. Völliger Quatsch.
Ein Startschuss. Ja. So, das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Den groben Plan, wie, wann, wo, was und warum, das wird sich alles in den nächsten Folgen geben. Wir haben auf jeden Fall schon einen Plan erstellt, beziehungsweise der Klaus und der Thorsten. Und dann werden wir sehen, wie es mit dem Ganzen hier weitergeht. Wir sehen uns auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, ciao.